Das Schleizer Dreieck, das begrüßte hier die IDM zur sechsten Saisonstation. Wir schauen drauf, also hier sehen wir sechste Saisonstation, das Schleizer Dreieck in Schleiz gelegen, beziehungsweise außerhalb von Schleiz gelegen. Die IDM Superbike, die IDM Supersport mit beiden Rennen, die 125er Sidecars und den Yamaha R6 Dunlop Cup haben wir im Programm. Hier ein paar Streckendaten, 3,805 Kilometer über öffentliche Bundesstraße, das Ganze hier 14 Kurven und 44 Meter Höhenunterschied. Im letzten Jahr Dario Giuseppetti zweimal erfolgreich vor Stefan Nebel und Karl Margaritsch bzw. Martin Bauer und Stefan Nebel. Und damit wollen wir reinschauen ins erste Superbike-Rennen, natürlich in die Startaufstellung gehen und uns dort ein bisschen umschauen. Dario Giuseppetti, er konnte die Pole Position fast schon erwartungsgemäß hier holen im Training. Er fuhr eine 1:25.397 und das war die bis dato schnellste Zeit, die je hier in der Neuzeit auf dem Schleizer 3 gefahren wurde. Martin Bauer auf Rang 2 mit seiner KTM, der Meisterschaftsführende. Er war am Ende 0,120 Sekunden zurück und nahm, wie gesagt, auf Startplatz 2 Platz. Auf Rang 3 haben wir die nächste KTM, Matthijs Mirsch. Er mit einer Zeit von 1:25.597, 0,2 Sekunden genau hinter Dario Giuseppetti zurück. Und ebenfalls in Reihe 1 haben wir den Vorjahresmeister Karl Margaritsch mit der Startnummer 1 vom Honda Holzhauer Racing Promotion Team. Er mit einer Zeit von 1:25.795, also auch eher unterhalb der 1,26er Marke, genau wie Damien Cutlin, der die zweite Reihe anführt vom Alpha Technik Fanso und Kraftwerk BMW Team. Er liebt Schleiz und deshalb lief es auch im Training richtig gut. Gareth Jones auf der nächsten BMW, auf der Wilbers BMW mit der 87 auf Startplatz 6, ebenfalls noch knapp unter der 1,26er Marke. Stefan Nebel mit der Startnummer 9, er 1:25.999, 0,602 Sekunden hinter dem Polesetter und damit auf Rang 7. Auf Rang 8 haben wir dann Michi Ranseder auf der BMW vom Team Fritze Tuning Leeds Sport mit der Startnummer 18, 1:26.289, also schon fast 0,9 Sekunden zurück hinter der Ducati von Dario Giuseppetti. Und in Reihe 3, die wird angeführt von Barry Wenemann auf der BMW mit der Startnummer 7, fast eine Sekunde schon zurück. Und dann haben wir Sascha Hommel, für ihn auch sowas wie ein Heimspiel, kommt ja aus Reichenbach, das ist auch nur eine halbe Stunde hier von Schleiz entfernt. Marc Wildissen zum ersten Mal in einer der ersten drei Stadtreihen hier vertreten, nämlich auf Platz 11. Und Kevin Waar, er schließt Reihe 3 auf Rang 12 ab, 1:26.829, 1,432 Sekunden zurück. Also auch für ihn eine gute Position hier. Und wir sehen die grauen Wolken und deshalb gab es zwei Einführungsrunden, denn es hatte hier ordentlich geregnet gehabt und das gibt uns die Möglichkeit nochmal auf die Startaufstellung zu schauen. Also Giuseppetti ganz, ganz vorne, Martin Bauer auf der 2, dann Matthijs Mirsch und Karl Margaritsch. Damit haben wir wirklich alle Top-Piloten in der ersten Reihe vertreten. Damien Cutlin, Gareth Jones, Stefan Nebel und Michi Ranseder in Reihe 2. Wenemann, Sascha Hommel, Marc Wildissen und Kevin Waar in Reihe 3. Also die erste Reihe, das sind auch die Meisterschaftsführenden im Moment. Und damit gehen wir rein in diese erste Runde in den Start-Countdown hier für die IDM Superbike. Insgesamt werden 19 Runden gefahren, denn es wurde um eine Runde verkürzt. Wer kommt am besten weg? Das ist Giuseppetti, aber auch Margaritsch kommt richtig gut weg. Margaritsch übernimmt die Führung vor Giuseppetti, Damien Cutlin und Martin Bauer. Das war hier die Reihenfolge und im Gegensatz zur IDM Supersport kommen trotz Regen, trotz nasser Piste hier alle gut durch die erste Passage, auch hoch Richtung Buchhübel lief alles glatt. Also Ende der ersten Runde sehen wir hier die 1 ganz vorne, nämlich Karl Margaritsch vor Damien Cutlin, dann Giuseppetti, Bauer, Ranseder, Teuchert. Das ist die Reihenfolge. Die ersten beiden konnten sich da schon ordentlich absetzen. Also die beiden Australier fühlen sich hier in Schleiz richtig wohl hier zu Beginn des Rennens. Dann Jones, dann haben wir Smirsch, Kevin Waar und Sascha Hommel ebenfalls noch in dieser Gruppe vertreten. Hier kommen sie alle durch. Und haben hier am Ende des Feldes Didier Grams und Daniel Karteininger auf einer KTM. Didier
Grams auf einer Suzuki unterwegs. So, in der zweiten Runde sind wir und damit schauen wir ans Ende dieser zweiten Runde und werden jetzt gleich links, schauen Sie mal links in Richtung Boxenmauer, während die Führenden hier durchkommen. Da werden wir rote Flaggen sehen, genau so ist das. Also hier ist das dann letzten Endes der Abbruch. Und zwar in trauriger Grund, Dario Giuseppetti in der Abfahrt zur Stadt per Highsider abgestiegen, hat sich richtig schwer verletzt, wurde am Sonntag noch in Schleiz am Bein operiert. Liegt also in dem Moment, wo dieses Video hier gemacht wird, auch noch in Schleiz in der Klinik. Natürlich gute Besserung an ihn, für ihn die Saison natürlich gelaufen. Also, der zweite Versuch jetzt. Und wir schauen, wer kommt am besten weg. Vorne links die Lücke, da hätte ja Dario Giuseppetti gestanden. 16 Runden sind es jetzt nur noch, also das Ganze wurde verkürzt. Martin Bauer kommt gut weg, aber auch wieder Muggeridge. Muggeridge, der wieder die Führung übernimmt, wie schon beim ersten Startversuch. Und die Tropfen auf der Kamera zeigen schon, es war wirklich nass, aber es tröpfelte nur noch ganz, ganz leicht. Und die Strecke trocknete schon vor Beginn des Rennens schon zusehends ab. Also es war ein Reifenpoker. Ende der achten Runde. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Damien Catlin vor Jörg Teuchert und Matej Smrz. Also wir haben uns mal ein paar Runden geschenkt. Da ist nicht allzu viel passiert, außer dass Michi Ranseder ausgefallen ist. Und ebenso Peter Preußler, Brankus Rildanov, Barry Wenemann und wie gesagt Michi Ranseder. Das sind die Ausfälle. Hier haben wir die nächste Gruppe mit Sascha Hommel und eben auch am Ende dieser Gruppe den KTM-Piloten Stefan Nebel, der im Training mit Ranseder ein bisschen aneinander geraten war. Also war da ein bisschen unzufrieden. Die 62, Steven Michels auf der Suzuki haben wir gesehen. Er ja als Ersatz für Gabor Ritzmeier dabei, der sich hier wieder abgemeldet hat, nach dem Versuch in Salzburg wiederzufahren. Und da lief es ja nicht wirklich gut und deshalb hat man sich entschieden, da erstmal wieder zurückzutreten sozusagen. Und Steven Michels darf ihn jetzt ersetzen, hier und auch am Red Bull Ring. So, jetzt schauen wir mal vorne auf die Spitze, Ende der neunten Runde. Damien Catlin, Jörg Teuchert und Matej Smrz, die drei, die hatten sich schon abgesetzt, also nach hinten hin eine ganze Menge Luft. Catlin, der ja hier aus der Nähe kommt, aus Gera, das ist auch ungefähr nur eine Dreiviertelstunde weg von Schleiz, der liebt diesen Kurs und das zeigte er hier eindrucksvoll in diesem ersten Rennen bis dato. Muggeridge dahinter auf 4, dann Martin Bauer auf Position 5. Also der ging auch erstmal auf Nummer sicher, denn er berichtete im Nachhinein, er hätte genauso gut auch abfliegen können beim Sturz von Dario Giuseppetti, ist wohl sogar übers Rad der Ducati von Giuseppetti gefahren, konnte allerdings das Motorrad halten und deshalb auch hier wieder im zweiten Startversuch antreten. So, jetzt haben wir hier das Duell der beiden Suzuki, nämlich Didier Grams vorbei an Steven Michels, also der Privatier Didier Grams aus Sachsen, hier vorbei an der Suzuki von Steven Michels, die beiden Sachsen da im Duell, denn auch Steven Michels, er ja sozusagen Neusachse. Ansonsten, ja, alle noch mit dabei, das heißt im Moment noch 21 Motorräder hier am Start und wir haben auch die ein oder andere KTM hier am Wochenende mehr im Feld, zum Beispiel Dani Kateininger mit der Startnummer 15 oder Thomas Held-Dobler mit der 42. Jetzt allerdings erstmal wieder der Blick auf die Spitze. Also Teuchert kommt da nicht wirklich in eine Angriffsposition gegen Damien Catlin auf dieser immer noch nassen Piste. Matej Smrz, der hatte den etwas härteren Reifen im Vergleich zu Damien Catlin gewählt, allerdings auch auf dieser Piste bisher noch kein Unterschied. Könnte allerdings, falls es hier bis zum Rennende noch richtig abtrocknet, doch nochmal richtig spannend werden, wie sich das ganze Duell entwickelt. Es hatten nicht allzu viele gepokert. Es hatte beispielsweise Didier Grams gepokert. Das werden wir dann am Ende des Rennens sehen. Hier, Irek Sikora, der hat fast die komplette Startzielgerade Vorsprung auf Didier Grams. Aber mit zunehmend abtrocknender Piste kam Didier Grams dort immer näher. So, also hier Michels, Wildesen und dann haben wir auch die 43 gesehen, Manuel Hernandez. Werden wir dann im Laufe des Rennens sicherlich auch nochmal sehen. Der hat nämlich eine Kombi von Dario Giuseppetti an, denn die wurde nicht per Flugzeug rechtzeitig hier geliefert.
So, also, erster Versuch von Matej Smrsch. Klappt nicht. Katlin bleibt vorne. Smrsch also vorbei an Teuchert, aber an Damien Katlin kam er im Moment mal noch nicht vorbei. Die ersten drei relativ sicher. Dahinter dann eine Lücke Richtung Martin Bauer und Karl Magerich. Und die nächste Gruppe wird angeführt von Kevin Waar, Sascha Hommel, Stefan Nebel, ebenfalls in dieser Gruppe vertreten, genau wie Gareth Jones und Gisbert van Genhoven. Hier haben wir Philipp Altendorfer, den Sieger vom Salzburgring, hat da auch noch gut Vorsprung vor Erik Sikora und erst recht vor Didier Grams. Aber Sie haben es schon gesehen, im Vergleich zur letzten Runde, Didier Grams wieder deutlich näher gekommen. Seine Rundenzeiten wurden immer besser, wurden immer schneller. Und er nahm Sikora pro Runde ungefähr eine Sekunde ab. Didier Grams. Um den ging es. Und wir hatten auch die nächste Suzuki gesehen mit Roman Stamm. Und hier die 33, das ist Karl Bertelsen, der Norweger, ebenfalls auf einer Suzuki unterwegs. Zu Roman Stamm kommen wir dann gleich noch. So, jetzt ist es nicht mehr allzu weit. Nächste Attacke von Matej Smrsch gegen Damien Katlin. Ende Start Ziel. Klappt das diesmal? Nein, das klappt wieder nicht. Und damit kann eigentlich auch Jörg Teuchert vielleicht doch nochmal hoffen, wenn die beiden sich da vorne so schön behaken, dass die ihm zumindest nicht wegfahren. Und vielleicht gibt es ja dann doch noch eine Chance für Jörg Teuchert, für den Routinier, dort mal richtig anzugreifen. Van Genhoven, Waar, Nebel, Hommel. Das ist hier die Reihenfolge. Und am Ende dieser Gruppe Gareth Jones, der nächste Australier. Hier haben wir Altendorfer, die komplette Zielgerade Vorsprung auf Didier Grams, der jetzt allerdings schon in Reichweite von Erik Sikora ist. Hier dieses Duell. Achtung. Erik Sikora mit einem Fehler kommt da sehr, sehr weit raus und das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für Didier Grams, geht dort vorbei und ist im Moment jetzt schon Elfter. Hier haben wir Roman Stamm. Er sagt, er fährt die IDM eigentlich nur noch für die Sponsoren, war ja im Rahmen der Supersport-WM unterwegs gewesen in letzter Zeit. Sehr, sehr häufig, auch nicht unbedingt unerfolgreich, muss man auch so klipp und klar sagen. Und von daher sind die Prioritäten bei ihm jetzt schon ein bisschen verschoben. Nächster Versuch von Matej Smrsch gegen die BMW von Damien Katlin. Und jetzt Ende Startziel, klappt es vielleicht diesmal? Es klappt schon wieder nicht. Also, Damien Katlin hält mit dem, was er hat, mit den abgenutzten Reifen, hält er da voll dagegen. Aber es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann für Matej Smrsch klappen könnte. Allerdings, die Zeit lief ihm auch ein bisschen davon. So, Van Genhoven, Waar, Nebel, Hommel und direkt dahinter Gareth Jones. Also Gareth Jones machte auch Druck auf Sascha Hommel. Und wir sehen schon, Didier Grams einen ordentlichen Vorsprung im Gegensatz zu Erik Sikora rausgefahren. Und jetzt vielleicht in den letzten drei Runden vielleicht auch noch irgendwie eine Chance an Philipp Altendorfer ranzukommen. Wenn das genauso schnell geht wie gegen Erik Sikora, dann wäre durchaus sogar noch ein Top-10-Platz möglich für den, man muss es immer wieder dazu sagen, Privatier, für Didier Grams, der eigentlich ja in der International Road Racing Championship unterwegs ist. Und hier die IDM nur mal mit ein paar Gaststarts bereichert. So, Stamm. Und hier am Ende, da gibt es die Attacke von, das müsste Dani Karteininger gewesen sein. So, immer noch Damien Katlin vorne. Und plötzlich fehlt uns Jörg Teuchert. Der war in der Kurbach-Schikane, also in der Stadtschikane. Da war er rausgerutscht und von daher das Rennen weggeschmissen und diese mögliche Podestplatzierung weggeschmissen. Martin Bauer auf Rang 3 nun im Moment. Er hat diesen Platz also geerbt. Margaret auf der 4, dann Van Genhoven, Kevin Waar und Stefan Nebel. Für Stefan Nebel hier im ersten Rennen nicht mehr drin, hat er auch gesagt. Also das ging absolut nicht schneller, er war absolut am Limit, aber es gab keine Chance, da ganz vorne hinzufahren. Zwei Runden noch. Auch hier für Altendorfer und Didier Grams. Und prägen Sie sich den Vorsprung von Altendorfer mal ein bisschen ein, denn das wird am Ende der 16 Runden hier nochmal richtig knapp werden. Dann allerdings der Führungswechsel. Dann Matej Smrsch vorbeigekommen an Damien Katlin. Und Matej Smrsch, er sagte im Nachhinein, ich wusste ganz genau, irgendwann klappt's, denn Damien Katlin, der ist so heftig rumgerutscht. Das habe ich bei ihm noch nie so gesehen.
und deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis meine Attacken mal Wirkung zeigen und ich vorbeikomme. Hier haben wir Martin Bauer, der natürlich mit diesem dritten Rang durchaus zufrieden sein kann, nach dem Glück, den er hier vor dem Abbruch hatte. Ja, und den Platzierungen der anderen kann er hier also den guten Schritt tun in Richtung Meisterschaftsführung verteidigen. Das sieht im Moment gut aus. Gareth Jones noch hinter Sascha Hommel. Wir sind in der letzten Runde und Didier Grams ganz, ganz nah schon dran an Philipp Altendorfer. Und da wollen wir dann natürlich auch drauf schauen. Jetzt warten wir allerdings erstmal auf den Sieger und wir warten damit normalerweise auf Matej Smersch, der den besseren Reifen hat, den härteren Reifen als Damien Cutlin. Und da hinten kommt er, Matej Smersch. Er fährt als erster auf die Startzielgerade und wird jetzt abgewunken und gewinnt damit diesen Lauf. Also er meldet sich zurück nach den verkorksten Wochenenden am Sachsenring und in Salzburg läuft es jetzt wieder rund für den Tschechen. Damit Glückwunsch an ihn, 25 Punkte aufs Konto. Damien Cutlin ebenfalls ein richtig starkes Rennen gefahren, mit Rang 2 belohnt worden. Also das war eine ganz, ganz enge Kiste. Vielleicht, ja, zwei Runden weniger, dann hätte es vielleicht auch für Damien Cutlin gereicht zum ersten Superbike-Sieg. So wird es Matej Smersch und hier haben wir Martin Bauer, der am Ende Dritter wird und damit wirklich voll und ganz zufrieden war. Karl Magarić auf Rang 4 und wir schauen jetzt auf das Duell Didier Grams gegen Philipp Altendorfer. Damit schauen wir also nochmal in Richtung Startzielgerade. Hier ist es das Duell und Didier Grams ist tatsächlich noch vorbeigegangen an der BMW von Philipp Altendorfer und holt sich damit Position 10, Endrang 10 hier im ersten Rennen, hat gepokert und hat damit sehr, sehr viel gewonnen und er mag ja auch das Schweizer Dreieck, er mag solche Straßenkurse und hat wieder gezeigt, dass er sich wohlfühlt auf der Suzuki und auf solchen Kursen und mit Rang 10 ist das eine ganz, ganz feine Sache fürs Team Suzuki Müller. Und wir wollen natürlich auf die Platzierungen schauen und da gibt es auch die ein oder andere Überraschung. Während Didier Grams hier seinen Reifen küsst vor den Fans auf dem Buchhügel. Also hier die ersten 15 in der Übersicht. Matej Smersch vor Damien Cutlin und Martin Bauer. Dann Magarić, Van Ginhoven, Nebel. Kevin war auf 7. Gareth Jones geht noch vorbei an Sascha Hommel, wird 8. Didier Grams auf der 10. Und schauen Sie mal, Thomas Heldobler als Gaststarter auf Position 13. Und Danny Karteininger auf Position 15. Davor noch Marc Wildesten auf Position 14. Das sind also die ersten 15 und das zweite Rennen, das sollte dann im Trockenen stattfinden. Auch das können Sie ja hier noch als Video sehen. So, Karl Magarić, naja, vollends zufrieden war er nicht. Kevin war mit Position 7 ein richtig gutes Rennen gefahren. Hier haben wir Marc Wildesten, auch der war nicht wirklich zufrieden. Trotzdem zumindest mal in die Punkteränge gefahren. Und hier haben wir Didier Grams, der sich wahnsinnig über Platz 10 freute.